Am Wort ist die Frau von Petrana Ribo. Bitte schön, Frau Abgeordnete. Danke, Herr Präsident. Sehr geehrter Herr Minister, Hohes Haus, liebe Zuseherinnen und Zuseher. Ich spreche jetzt zum Punkt UG 21, der beinhaltet Soziales, Pflege und Menschen mit Behinderung. UG 21 beläuft sich auf rund 3,85 Milliarden Euro. Das sind knapp 5% des gesamten Budgethaushaltes. Rund 90% von diesen 3,85 Milliarden Euro entfallen auf Pflegeleistungen. Der Bund ist an einer Reihe anderer Leistungen beteiligt, wie zum Beispiel dem Pflegekarenzgeld, den Zweckzuschüssen an die Länder und den, also wegen dem Entfall von Pflegeregress und vielen anderen. Das Budget des Bundes spiegelt eines wider, eben im Bereich Pflege, nämlich das Finanzierungsgeflecht in diesem Bereich. Mit dem Pflegegeld und anderen Leistungen leistet der Bund natürlich einen wichtigen Beitrag zur Pflegefinanzierung, aber der überwiegende Teil bzw. die überwiegende Zuständigkeit liegt bei den Ländern. Also da geht es zum Beispiel um die mobile oder stationäre Pflege. Und dann gibt es noch einen Teil, der mir persönlich wichtig ist, also den ich hier auch hervorheben möchte, nämlich noch die Kosten im Budget, die unsichtbar sind, also diese informellen Kosten. Ein Großteil der Pflegegeldleistungen wird in Österreich informell erbracht und das zu 73% von Frauen. Wir haben in Österreich 1 Million pflegende Angehörige. 700.000 davon sind Frauen, die unbezahlt hier Pflegedienste leisten. Und wenn wir über Pflege reden, und das tun wir eben in diesem UG, dann müssen wir auch über andere Personen in der Pflege sprechen, über andere Personengruppen, nämlich über die Menschen, die in der Pflege arbeiten, aber auch über die 24-Stunden-Betreuerinnen. Denn gerade diese waren ja in den letzten Tagen und Wochen sehr prominent in den Medien und auch gerade dieses Beispiel zeigt aber auch die Versäumnisse der Vergangenheit im Bereich der Pflege. Das ist ein guter Hinweis, dass eben in diesem Bereich einiges zu tun ist. Und es ist auch ein guter Hinweis, dass die Pflege eine Pflegereform braucht. Wie oft haben wir in den letzten Sitzungen, sei es jetzt hier im Parlament oder in den Ausschüssen, in den zuständigen Ausschüssen gehört, ja, und das über alle Parteien hinweg, das freut mich ja sehr, pflegende Angehörige müssen besser unterstützt werden. Die Arbeitsbedingungen für die Menschen in der Pflege müssen verbessert werden. Die Pflege als Beruf braucht mehr Anerkennung. Alles Dinge, wo wir uns alle hier einig sind. Das freut mich natürlich, weil bei fast keinem anderen Thema ist man sich so einig. Und noch dazu haben wir eben einen Gesundheitsminister, den Herrn Anschober, dem auch dieses Thema sehr wichtig ist, der auch sich dieses Thema angenommen hat, der schon von Anfang an seiner Amtszeit gesagt hat, er möchte in der Pflege was voranbringen. Er hat mit der Pflegereform begonnen. Durch Corona wurde diese natürlich auch unterbrochen. Und dann im Herbst wird es weitergehen. Und er hat auch hier und in den Ausschüssen immer wieder Sie und euch alle immer wieder eingeladen, ihn bei diesem Vorhaben zu unterstützen und uns bei diesem Vorhaben zu unterstützen. Noch einmal, wir wollen alle Verbesserungen. Was hält uns auf? Die Finanzierung? Ja, es wird teuer, aber wenn wir nichts tun, wird es noch teurer. Ja, dann tun wir gemeinsam eben, dann tun wir gemeinsam, und ich wiederhole dieses gemeinsam, gemeinsam für die pflegenden Angehörigen, gemeinsam für die Menschen in der Pflege, gemeinsam für die 24-Stunden-Betreuerinnen, kämpfen wir gemeinsam für diese. Wir alle werden älter und der eine oder der andere von uns wird ja auch irgendwann einmal in die Lage kommen und Pflege benötigen. Deswegen auch dieser Klassiker, Pflege geht uns alle an und packen wir es gemeinsam an. Danke. Pflege gehe alle etwas an, betont Petrana Ribo. Sie ist Abgeordnete bei den Grünen hier in der Debatte über das Budgetkapitel Soziales und Konsumentenschutz.